Schön, dass ihr wieder hier seid auf meinem Kanal Traumhaftes Stempeln. Ich habe heute den dritten Teil meiner kleinen Stempelschule für euch und zwar möchte ich mich heute mit euch über unsere Papierschneidemaschine unterhalten. Das ist eigentlich ein Must-Have, wie ich finde, wenn man gerne bastelt, denn hier hat man das ideale Werkzeug, was mir hilft, mein Papier richtig gut und passend zuzuschneiden und teilweise auch zu falzen. Wenn wir den kriegen, ist er so zusammengeklappt. Man kann ihn aufklappen, sodass man hier bis zu A3 Größe mit schneiden kann. Das finde ich also sehr gut. Wenn ich mal nur kleine Stücken habe, lasse ich den Arm eingeklappt. Das geht also auch sehr gut. Ich habe hier zwei verschiedene kleine Werkzeuge dran. Das eine hat hier vorne eine Spitze, ein Dreieck dran. Das symbolisiert mir, dass das unser Messer ist. Und das mit dem Punkt drauf, das ist unsere Falzklinge. Man kann sie auch andersrum hinstecken, aber ich finde das so rum für mich immer ganz passend. Ich kann die Falzklinge nach außen machen, habe die Schneidklinge. Man kann sie aber auch rausnehmen, das Ganze andersrum machen. Um das rauszunehmen, hat man, ich hoffe, ihr seht das, hier vorne so eine kleine Aussparung. Und da kann ich meine Messerchen rausnehmen. Dazu klappe ich das einfach nach oben. Gehe hier hin und mache das schräg. Und dann sieht man, dass so zum Beispiel unser kleines Messerchen aussieht, ist von links und rechts geschliffen. Von daher ist es egal, in welche Richtung ihr das Ganze hier einsetzt. Das fädelt ihr ein und schon ist das Ganze drin. Ganz wichtig ist, wenn man sich unseren Papierschneider holt, hat man diese Einteilung hier dran. Dieses Gitterchen, das ist in Inchmaßen. Ich persönlich wollte aber Zentimeter haben, da ich mehr in Zentimeter bastle. Das heißt, ich habe mir diese Schiene quasi noch einmal dazu bestellt in Zentimeter. Und das kann man ganz einfach austauschen, indem man das Ganze hier oben aushakt. Das ist natürlich jetzt Vorführeffekt. So, so ist das Ganze draußen. Und dann kann ich einfach das Neue wieder einhaken, unten einsetzen, hier oben einmal drüber ziehen und zack, ist das Ganze parat. Man hört das. Wenn ich das Ganze runter mache, es klipst ein, es hakt ein, weil wir hier oben so zwei kleine Nasen haben, also eine oben und eine unten, sodass das Ganze dann passend liegt. Wie man sieht, haben wir die Zentimeter-Einteilung, wir haben die Inch. Für die Inch sind auch diese ganzen Zwischenmarkierungen gearbeitet. Und wir haben auf der Höhe auch nochmal und unten natürlich alles wiederholt. Zentimeter und Inch, sodass man hier eigentlich bestens aufgehoben ist. Die Falzklinge hat keinen Verfall, also die braucht ihr nicht einzeln nachbestellen können. Die Messerchen gibt es im Viererpack, was ich ganz praktisch finde, ist also auch relativ kostengünstig dann, sodass ihr euch die am besten immer schon zu Hause hinlegt. Das mache ich auch so. Spätestens, wenn ich meine letzte Reserveklinge nutze, weiß ich, jetzt muss ich aber bestellen und bestelle mir dann gleich wieder eine Viererpackung neu. So dass ich da immer bestens mit versorgt bin. Ja, was kann man noch berichten? Wir haben hier oben eine Aussparung. Wer es also nicht irgendwo hinlegen möchte, sondern aufhängen möchte, kann das daran gerne tun. Und ja, ich würde sagen, das ist das Wichtigste, was es zu berichten gibt. Was vielleicht noch interessant ist, hier ist so eine Schutzfolie drüber, über den Einteilungen, wenn man das Ganze bekommt. Ihr könnt damit super gut erstmal arbeiten und wenn dann da Macken oder Ratscher drin sind, könnt ihr die dann drunter machen oder ihr nehmt sie natürlich gleich runter. Ganz wie ihr das gerne möchtet. Ja, soweit zu unserer Papierschneidemaschine. Und wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich so ein schönes Stück zu holen, denn damit lässt sich ganz prima arbeiten. So, bis zum nächsten Mal.